Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Fishing Barents Sea. Ich bin der Dave und ja, schade. Aktuell hat die Serie nicht so viel Zulauf, wie ich mir wünscht habe, aber wir ziehen das weiter durch für die paar Leute, die es interessiert. Und ich habe jede Menge Spaß an dem Spiel, deswegen geht das auf jeden Fall weiter. So, was habe ich gemacht? Ich bin ein bisschen rumgefahren, habe ein bisschen gefischt, also mit Netzen. Wir haben schon wieder knapp eine Mille zusammen. Pro Fahrt haben wir jetzt so ungefähr, ja, 200.000 immer gemacht. Kann man gucken, 220, 220, ja, ne? Kommt immer was zusammen. Ich habe unterschiedlich die Netze nochmal eingesetzt. Ich war in einem Gebiet, wo nicht so viel los war und habe da mit dem größeren Netz nochmal geangelt. Kamen trotzdem 20 Tonnen bei rum. War ich wieder in einer guten Zone, habe wieder das kleine Netz benutzt und 12 Tonnen waren ja auch wieder mehr als genug. So. Das Schiff selber ist voll ausgebaut. Ja, ist großartig. Voll ist es leider nicht so manövrierfähig, wie ich das gerne hätte. Aber es hat seinen Job gemacht. Es war großartig. Also bin sehr zufrieden, muss ich sagen. Und das Netfishing hat bis jetzt auch seine Kohle eingespielt, muss ich sagen. Also mit quasi fünfmal rausfahren hatten wir das Geld wieder zusammen. Ich musste bis jetzt nicht einmal einen Kredit aufnehmen oder sonst irgendwas. Unsere Jungs haben auch gut geskillt, sage ich mal. Olaf ist bei Stamina 15 und Handgutting 17 unterdessen. Ich weiß gar nicht, was hier der Maximalwert ist. Ich schätze mal 20. Bin mir, wenn hier 10 ist, vielleicht sogar 25. Ich weiß auch nicht, ob die so einen Maximalpool haben, dass ich, was weiß ich, den Wert hier sogar deutlich hochskalieren könnte und dass das dann einfach nur weniger wird. Oder ob es hier einen Maximalwert gibt. Das weiß ich noch nicht. Aber das kriegen wir raus. Cook ging 9, Cook ging 4, Repairing 5, Repairing 2, ja, okay. Net Hauling 4, Net Hauling 3, Potbaiting 4, Potbaiting 6, okay. Das ist gut zu wissen, weil wir gehen nämlich jetzt aufs nächste Schiff. Zup. Und zwar auf die Selfie. Kann aber nur noch ein Crewmember mitnehmen. Aber Crabbing können wir machen. Und den Wegpong, den ich vorhin an der Karte hatte, da habe ich schon für Krabben mir ein Gebiet ausgesucht, wo wir das mal testen wollen. Bin mir nur noch nicht so sicher, wie viele von diesen Pots wir mitnehmen können sollen. Ich keine Ahnung. Ja, wir schauen erstmal rein. Wir kaufen das Boot. So. Das sieht schon mal schnittig aus. Du bist an Bord. Ich gehe mal davon aus, dass wir die Krabben nicht gatten müssen, oder? Also ich würde den jetzt hier ins Haus schicken und Sanders mitnehmen, weil er beim Setzen hier besser ist. Ich hoffe, dass das zumindest der Wert ist, der da wichtig ist. So, dann gucken wir mal uns das Schiffchen gleich noch an, nachdem wir noch ein bisschen Upgrades gemacht haben. 3, 5 plus 8 Tonnen. Plus 8 Tonnen. Wie viel Tonnen hast du denn jetzt schon? Du hast von Grund 10 Tonnen. Plus 18 Tonnen. What?
Das ist ja nice. Okay. Und wir könnten uns das theoretisch gesehen auch leisten. Radar. Okay, wir fangen erstmal mit Radar an. So. Wir brauchen den Pothauler. Ich will ja immer alles kaufen, ne? So. So. Searchlight können wir auch schon upgraden. Das ist ja nicht so teuer. Hammer. Pothauler ist auf jeden Fall equipped. Nein. So. Searchlight. Quota ist uns jetzt noch egal. Radar haben wir geupgradet. Jetzt gucken wir mal schnell. Bevor ich dafür nämlich kein Geld habe. Was ist das? 100 Gramm. Mhm. Wiki Getting Started hat History Fishing. Nein. Fisch. Krabben. Von Juli bis Oktober. Ich glaube, wir sind noch im Oktober. Könnten wir noch Glück haben. Aber wie das jetzt genau funktioniert. Trolling. King Crab. How to use small pots. Mhm. So. Also die kleinen können 100, das haben wir gelesen, Big Pot 250, okay. Und 48 Stunden scheint wieder dasselbe zu sein. Es gibt Male und Female. Okay. To catch King Crabs. Set this one up. You need to go in first person. Grab pot from here. Pot stack. Then place the pot onto the sorting table. Bait the crab pot by taking bait from the bucket and then place it inside the pot. To home, position your boat close to the area. We marked area green. You can pick a pot. The pot is small and on the side. We'll pick up the pot and place it down on the hatch. Open the hatch, empty the crab pot onto the sorting table. After the pot is empty, you must stack your pot in the back of your boat. Empty barrel. Now you need to sort all the crabs by picking up each of the crab. Check if it's a female or a male crab. You must only store male crabs. Okay. Das heißt, nur die mit diesem inneren Dreieck. Okay. All female crabs back into the ocean. So I will give you a fine when delivering. Okay. When a barrel is full, remove it from a sorting table, place it back to the storage area. Okay. Big pots. Gut, das heißt, wir brauchen, ich weiß nicht, sollen wir mal 4 Pots holen und 100 Gramm pro Pot. Okay, einmal ist 500, dann machen wir hier auch 500. Für 200, okay. Für 400. Ich würde jetzt mal schätzen, dass wir hier bei 500, wenn es voll ist, ne, bei 500 Kilogramm Krabben natürlich nicht 500 Kilogramm männliche rausholen.
Just in case machen wir das mal so. Dann sind wir auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ne? Okay, das wird auf jeden Fall eine sehr neue Erfahrung. 380.000 haben wir noch. Ich sag mal, den Storage ein bisschen upgraden. Wobei ich glaube, dass das eine nichts mit dem anderen zu tun hat. Und noch ein Engine Update. Und dann schauen wir mal, was da jetzt bei rumkommt, würde ich mal sagen. Go Fishing. Aber erstmal machen wir noch V, weil ich würde gerne hier nochmal über das Schiff gehen. Ja, da sieht sie wieder schön aus. Rauchmelder, okay. Ist das hier wieder unser Angestellten-Tresor? Gehen wir raus. So. Das wird dann der Sortiertisch sein, von dem die Rede war. Das sind die Pots. Die Barrels. Das ist der Ködereimer. Okay. Nach vorne kommen wir nicht, ne? Nee. Okay. Haben wir den Kollegen jetzt mitgenommen? Onboard Sanders. Okay, perfekt. Dann würde ich sagen, go fishing. Handgut. Okay. Also vielleicht brauchen wir niemanden, der uns dabei hilft. Schönes Geräusch. So, einmal rausfahren. Jetzt wollte ich hier die Pots setzen. Weil das so ein schöner Fleck war. Genau, halt mal an. Du hast schon was zu essen gemacht. Das heißt, er kann das wirklich gar nicht machen und ich muss das alles machen, ne? Sehe ich das richtig? Ich habe tatsächlich gedacht, er würde das machen. So, wir nehmen jetzt einen und den müssen wir irgendwo hinstellen. So habe ich das verstanden. Still needs to be baited. Okay. E set pot. Okay. Dann fahren wir einfach ein Stück weiter. Setzen wieder einen aus. Ausgeschmissen. Gut. Mal. Bin sehr gespannt. Wahrscheinlich braucht man wirklich dann noch mal ein viel größeres Boot. Damit die Leute hier Platz haben zum Setzen. Flip. Flip flop. Und dann nochmal dahin. Na komm, noch ein Stückchen. Was jetzt? Ja, da ist gut. Bin ich gespannt.
Einmal ist leer. Das passt doch. Wir haben definitiv mehr Barrels, als wir brauchen, würde ich mal behaupten. Lass mich ein. Und mach die Tür wieder zu. Setz dich hin. Jetzt würde ich mal hier gucken. Es sind 13,6 Kilogramm Tonnen frei. Okay. Dann würde ich sagen, fahren wir mal nach Hause. Und ja, so wie es aussieht, bleibt es bei diesen 18 Stunden 40 Minuten. Wir waren schnell unterwegs, kann das sein? 3 Stunden? Okay. 3, 6, 13. Ja, 13 Stunden. Pennen, mal gucken. Lenkt sich ganz gut. Uiuiuiui. Bisschen zu gut. So, wie viel Treibstoff haben wir verbraucht? Für 4000 Euro. Ja, aber wir waren ja auch relativ weit weg. 13 hatte ich gesagt, ne? Skip und dann machen wir gleich wieder los. Yes. Und schon mal müssen wir ihn nicht wirklich mitnehmen. Ich habe gedacht, dass er das machen kann, aber wahrscheinlich müssen wir einen Tisch dafür kaufen oder sowas. Das hätte ich gerade nochmal gucken können. Ob es anstatt den Handgutting Table quasi was anderes gibt. Dann wollen wir mal hier ranfahren. Ah, hätte man noch tatsächlich eine Stunde mehr machen können. Glaube ich, bis wir da sind. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er hier jetzt was machen kann. Fahren wir mal langsam ran. In 10 Minuten ist der Pott blau. So lange können wir dann noch warten. Bin ich jetzt gespannt. Müssen die Fahrt rausnehmen. Spielt auch die Ausrichtung eine Rolle? Okay. Oh, 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 viel zu schnell, viel zu schnell. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. So, okay, er ist blau. E. Ja, würde ich gerne. Muss ich was machen? Nehmen, okay. Und jetzt? Ah, da hinstellen, okay. Öffnen. Empty Pot to Table. 60% voll. Ja, E gedrückt halten. Okay, gut. So, jetzt haben wir hier Krabben. Sollen wir uns die angucken? Du bist ein Männchen. Ja.
definitiv. Behalten. 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 Ist auch ein Männchen. Auch ein Männchen. Auch eins. Ne? Mhm. Das war dieses innere Dreieck, ne, auf das ich achten musste. Du bist auch ein Männchen. Okay. Und jetzt stellen wir das Ding wieder dahin. Okay. Dann wollen wir den nächsten Pot holen. Ein bisschen nach rechts. Ein bisschen Gas geben. Das wird wieder eine lange Folge. Und wir haben keinen inneren Cargo verbraucht, so wie es aussieht. Wir hatten jetzt was? 60% und alles waren Männchen, also müssten das 'Fahr doch mal bitte gerade rückwärts und lenk ein bisschen nach rechts. So. Stoppen. Vorwärts. Machen. Grab the barrel. Okay. Und ja, ach so, jetzt ist es doch im Storage oder was? Aha. Interesting. Greifen, hinstellen, öffnen, leer machen. Nehmen, abstellen. Checken, Männchen. 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 Du bist ein Weibchen. Return crab to ocean. Weibchen. Männchen. Das ist ja alleine wirklich sehr anstrengend. Das wäre doch jetzt schön in einem Multiplayer-Modus. Alter, überleg mal, wie viel Körbe ich aussetzen müsste. Um 18 Tonnen voll zu kriegen, wenn ich jetzt den Storage noch voll geupgradet hätte. Das ist verrückt.
Ja, schaffst es. Noch ein Stück, geradeaus. Okay. V. F. Dass ich hier immer rausgehen muss. Ja. Dabei dachte ich wirklich, dass das der Kollege machen könnte. Und ich das nicht von Hand machen müsste. Ich bin mir auch gar nicht so sicher, warum ich so viele... Ich kann es nicht gut sehen, aber es ist ein Weibchen... Weibchen... Männchen... Weibchen... Männchen... Männchen... Es wirkt wirklich sehr überbelichtet, ne? Männchen... Männchen... Und noch ein Männchen. Ich find's auch schade, dass ich nicht mehrere Pots dann einsammeln kann und das Ding hier einfach voll machen darf. Oh, das letzte ist ein Weibchen. Tschüss. So, das Barrel wieder zurücksetzen. Das finde ich auch ein bisschen affig, aber okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier jetzt auf 220.000 Krone komme. Gut, ich habe auch bei weitem nicht 10 Tonnen Fisch an Bord, aber das ist eine Menge Arbeit. So langsam werden. 5 Knoten. Bisschen bremsen. So. VF raus. Hauen. Ja, bitte. Komm mal her, du Kleiner. Oh, schön voll. Gut. Gucken wir mal. Ich würde sagen, Männchen. Weibchen. Männchen. Weibchen. Männchen. 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 Noch ein Männchen. Noch eins. Du bist so weit weg, du kannst ein Mädchen sein. Na, bist doch ein Junge. Okay. Noch einer? Nein. Barrel wieder zurücksetzen. You've run out of storage space for King Crab. Weil? Jetzt habe ich zu wenig Fässer, oder was? Ich hatte Fässer für 600 Kilogramm mitgenommen, oder? Tatsächlich. War die Menge an Krabben nicht in Kilogramm angegeben, sondern wirklich als Stückmenge? Das ist ja krass. Dann wären das 100 Krabben einfach pro kleinen Korb. Und ich habe jetzt 4 Pots reingeholt, die alle nicht ganz voll waren, und habe 600 Kilo zusammen und habe auch noch Weibchen aussortiert. Hm.
Okay. Ja. Ich will ja den. Ach so. Ich habe den Kopf jetzt eingesammelt, oder ne? Okay. Auch gut. Ich gehe davon aus, dass ich da nichts gatten muss, ne? Wenn ich den hier hinsetze, wird nichts passieren, ne? Ja, gut. So, dann ist mal dein Kohl. Und wir fahren mal mit unseren 600 Kilogramm nach Hause. Das ist ja gar nichts. Das ist ja wirklich nichts. Oh, ja. Ich glaube, ich werde dieses Schiff auf Longline Hauling oder auf Net Hauling umrüsten. ...103. Mit 5 Körbchen. Okay, es ist jetzt natürlich... Der Stückpreis ist natürlich wahnsinnig hoch, ne? Wir sind im Oktober, es ist also auch Ende, sage ich mal, der guten Zeit für Krabben. Wenn ich 8 Körbchen draußen gehabt hätte, also besser, 120, 200, 180 und zurückgeworfen. Also sagen wir mal 150 Kilogramm pro Dings, ne? Dann sind wir irgendwie bei 1,2 Tonnen. Wenn man mit 8 Körben rausgehen würde. Und wir haben jetzt 600 Kilogramm gehabt. Okay, und würden so hier auch dann wieder auf 200.000 Kroner kommen. Ja, aber das ist mir einfach zu viel Arbeit. Also das müsste ja voll automatisiert eigentlich sein. Sonst ist das zu anstrengend. Aber das ist gut zu wissen. Das war ein schöner Test. Die brauchen Pollock. Okay, gut zu wissen. Was war denn das nächste? Das nächstere. Das ist Netting und das ist Crabbing. Und da passen dann auch 8 Mann rauf. Für große Körbchen. Okay. Net. Also das ist das einzige Schiff, das im großen Stil dann noch Krabben sitzen kann, ne? Tatsächlich. Okay, also es war ein schöner Test. Ich finde die... ja... Jetzt wollen wir doch nochmal gucken. Gibt's denn hier irgendwie jetzt noch einen anderen Tisch? Ne. Also als Netzfischer muss das natürlich geil sein. Kriegst du die, krieg ich ja die 18 Tonnen kriege ich ja mit einem Netz voll. Dann sind wir so bei 360.000 pro rein und rausgefahren. Das kriege ich doch mit dem Potholer nie zusammen. Na gut, ihr Lieben, ich sage vielen Dank fürs Zugucken. Lasst mir doch einen Daumen hoch da. Ein Däumchen wäre ein Träumchen, sage ich immer. Und ich werde jetzt nochmal den Test machen mit 8 Pots. Werde die vielleicht auch nochmal ein bisschen weiter auseinandersetzen. Ich werde noch ein paar Barrels kaufen.
und gucken, was dabei rumkommt. Oh. Ha. Ha. Und wenn nicht, dann machen wir nochmal eine Aufnahme, nochmal mit diesem Schiff, aber vielleicht dann als Nethauler. Gucken wir uns das dann nochmal an. Longline Hauling wollte ich dann nicht unbedingt nochmal machen. Gut, sage ich mal, ne? Ich schaue mir das nochmal in Ruhe an. Was da geht. Ach ne, da müsste dann ja auch die Selfie can only hold a maximum of 8 pods. Genau, sehr schön. 100 Gramm pro Pod. Jetzt haben wir 1 Kilo, sollte also reichen. Für 5 hätten wir mehr gebraucht, ne? Ich nehme mal 6. Einfach nur just in case. Wie viel kann ich denn nehmen? 8. Okay. Dann machen wir das doch so. Ich weiß auch nicht, ob man mehr als 100 Gramm reinmachen könnte. Ich glaube nicht, ne? Für 500 Kroner. 1,5 Kilo. So. Ich probiere das jetzt nochmal in Ruhe aus und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder und ich werde euch berichten, ob das mit 8 Pots jetzt geiler war oder nicht. Und dann machen wir nochmal eine Runde Nethauling mit dem Schiff, um die 18 Tonnen mal voll zu kriegen und zu gucken, was wir für einen Preis da kriegen. Vielleicht fahren wir dann auch mal hier drüben zum Marktplatz und verkaufen das da. Und gucken, dann müssten wir vielleicht ja auch schon wieder genügend Geld für das nächste Schiff haben. Welches da wäre? Die Fix, ne? Die müsste ich aber alleine fahren. Und dann wieder Longlining machen. Aber scheint ein Codfischer zu sein. Ist auch nicht verkehrt. Okay, ihr Lieben. Ich sage vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.